nur, dass das Ding sauber ist. Wie sieht denn der Kanal im Moment aus? Sehr schlammig. Und nur hier in Maischoss oder auch in anderen Orten? Wir waren hier, Anfang der Woche waren wir in Bad Neuenahr. Da waren wir vor kurzem schon mal in einem Hotel, haben die Keller gemacht. In der Lochmühle? In der Lochmühle, genau. Und dann waren wir jetzt wieder in Bad Neuenahr und jetzt sind wir hier und morgen sind wir nochmal hier. Ach cool. Und wo kommt ihr her? Aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Ursprünglichen Leitungen, werden die noch benutzt oder muss das alles erneuert werden? Das wissen wir nicht. Da sind wir nicht drüber informiert, wir machen nur die Arbeit. Und da kommt jetzt Wasser? Nein, Wasser kommt durch den kleinen Schlauch hier, damit spülen wir den Kanal und mit dem saugen wir den Dreck raus. Und wo kommt der Dreck hin? Der Schlamm kommt im Moment da hinten auf den Schlammhaufen, der da liegt. Okay. Ja. Würdest du dich ganz kurz vorstellen? Vorname reicht auch. Mein Name ist Daniel und ich bin Mitarbeiter der Umweltbetriebe Stadt Bielefeld. Wie kommt es, dass Bielefeld wie hier im Ahrtal hilft? Wir hatten eine Anfrage vom VKU, das haben die in ganz Deutschland gemacht, dass die Personal und Material brauchen. Und dann haben wir uns spontan dazu entschieden, hier zu helfen. Also ihr Mitarbeiter auch freiwillig oder? Ja. Ja, okay, krass. Also wir werden hier für freigestellt, aber das läuft alles über die Stadt dann bei uns. Wo schlaft ihr? Das ist hier, ich glaube, 15 Kilometer Stahlhof Niederzissen, in so einem Gemeindehaus, in so einem Chorraum, sind wir da runtergebracht. Daniel, seit wann bist du schon hier? Also wir sind jetzt seit dem 30. das zweite Mal hier. Wir waren vor 14 Tagen schon eine Woche hier. Und was gibt es hier zu tun? Was sind vielleicht Schwierigkeiten, Herausforderungen? Zu tun, ja, die Kanäle reinigen. Und wir haben die erste Woche bis heute Tiefgaragen leer gemacht. Also von Schlamm befreit und Wasser. Die Kanäle? Nee, Tiefgaragen. Tiefgaragen, achso. Richtig mit Schipper und... Ja, wir hatten dann so einen kleinen Minibagger da. Der hat uns immer den Schlamm rangebracht. Wir haben das dann abgesaugt und dann weggebracht. Wie lange werdet ihr noch hier bleiben? Bis Samstag früh. Und dann müssen wir erstmal wieder zurück und dann müssen wir schauen, ob wir dann wieder freigestellt werden. Und wenn Arbeit da ist, was in nächster Zeit auf jeden Fall ist. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Hier jetzt gerade, ihr pumpt Wasser in den Kanal, genau. Und holt den Schlamm raus. Der Schlamm wird da hinten irgendwo gesammelt. Woher nehmt ihr das Wasser? Was ist das für Wasser, was da genommen wird? Also das sind Fahrzeuge, die wir haben, das sind Aufbereiter. Wir können aus der A, aus dem Kanal Wasser nehmen, das wird aufbereitet und damit können wir dann spülen. Deswegen habe ich gerade den Kollegen, gebe ich gerade Wasser. Ich habe noch Wasser oben, wo wir gerade gespült haben. Ja, das ist umweltschonender, aber wir können überall Wasser entnehmen. Ach so, ja. Weißt du, mit wie vielen Kollegen du hier ungefähr im Einsatz bist? Von der Stadt? Sind wir 6 Mann. 6 Mann aus Bielefeld? Ja. Den Joe habe ich schon getroffen, du bist der Daniel. Weißt du zumindest die Vornamen von deinen Kollegen, die ja, mit hier sind? Den Michael, den Frank, den William und den Arjen. Arjen, okay. Erstmal liebe Grüße an die Kollegen. Ja, was wird noch anstehen die kommenden Tage? Wie würdest du es einschätzen? Also morgen sind wir auf jeden Fall noch hier, den Kanal von Schlamm zu befreien. Hast du so einen verschlammten Kanal wie den hier schon mal gesehen? Gibt es sonst normalerweise so nicht. Wie oft werden Kanäle, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, normalerweise gereinigt? Also bei uns in Bielefeld ist das so ein Tonus einmal im Jahr, dass man so die Kanäle einmal reinigt. Aber und das sieht auch nicht nach einem Jahr in Bielefeld, sieht das... Nein. Da müssen mehrere Jahre nichts passiert sein im Kanal, dass es so ausschaut. Okay. Und was sind das hier für Maschinen? Haben die einen besonderen Namen oder ist das irgendwie... Ja, das sind Wasserrückgewinner, also Aufbereiter. Und der Aufbau ist so, da gibt es verschiedene Firmen in Deutschland und wir machen das alles mit Müller. Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Ja, an die da draußen, wenn sie helfen können, kommt her, helfen. Die können ja echt Hilfe gebrauchen. Ich danke dir, Daniel. Danke. Alles Liebe. Ja, hallo, ich bin Michael aus Bielefeld.
Wir sind jetzt die zweite Woche hier, helfen ein bisschen. Ja, und hoffen, dass wir etwas dabei zutragen können, dass es hier ein bisschen vorangeht. Kanäle wieder laufen und ja, Maischoss wieder so ein bisschen Normalität erreichen kann. Wie sieht eure konkrete Arbeit aus hier in Maischoss? Was macht ihr ganz genau? Also hier in Maischoss sind wir heute zum Spülen gekommen. Hier ist ein Schmutzwasserkanal, der freigespült werden muss, der ist halt komplett voll mit Schlamm. Das THW legt drüben gerade noch einen Bypass, weil der Kanal weggerissen ist. Ja, wir müssen zusehen, dass der Abfluss halt gegeben ist und dass die Häuser bei Regen nicht wieder volllaufen über die Kanäle. Und ja, das ist so momentan der Job. Morgen lassen wir uns mal überraschen, wie es dann weitergeht. Ja. Um wie Uhr fangt ihr hier morgens an? Also wir fahren in Niederzis morgens um 7 Uhr los. Und naja, so lange wie wir müssen. Am meisten um 19 Uhr spätestens, dass wir Feierabend machen. Ja. Aber gut, von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends ist nicht der normale Tag, ne? Nein, das ist nicht der normale Tag. Definitiv nicht. Gerade bei der Stadt nicht, ne? Aber hier, ich meine, wir sind hergekommen, um was zu schaffen und nicht um unsere 8 Stunden zu arbeiten und dann wieder Feierabend zu machen. Muss doch ja laufen hier. Wir waren gestern in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei der Kirche und da steht eine Kerze, da steht Bielefeld denkt an euch. Ja, da waren wir noch nicht. Wir waren gestern in Bad Neuenahr und haben da Tiefgarage noch leer gesaugt. Ja. Wir waren bei der Kirche an der A gegenüber von der Spielbank. Ja. Da vor dem Eingang die Telegrafenstraße. Ja. Telegrafenstraße ist eine Kirche. Und ja, vor dem Haupteingang der Kirche steht eine Kerze, da steht drauf, Bielefeld denkt an euch. Ja, wir haben sie nicht mitgebracht, aber anscheinend sind doch mehr Bielefelder hier. Schön. Ja. Ist also gut. Schön. Also Südostwestfalen hilft, ja? Ostwestfalen hilft, definitiv. Ich habe schon viele gehört bei uns aus dem Dorf, aus der Ecke, dass viele hier unten waren und einfach Keller mit leer geschüppt haben. Also viele Bekannte, die auch schon hier waren. Und ich habe schon Helfer getroffen aus Quelle, aus Bad B, die sind alle am Start hier. Ja, genau. Sehr schön. Darf ich noch eine Frage stellen? Was wünschst du den Menschen hier für die Zukunft? Dass das nie wieder passiert. Also das ist, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, schlimmer geht nicht. Hier ist alles weg. Und also das ist schon schockierend. Daniel, du bist gerade sehr ergriffen. Was war das erste Mal, als du hierher kamst? Was ist da passiert? Ja, wir sind bei der Firma Hilker. Über die läuft das hier alles so ein bisschen. Die koordinieren das. Und die Heike, die Chefin, wo wir hier angekommen sind, hat sie geweint und hat ihm gesagt, danke, dass ihr unsere Heimat retten wollt. Was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? Boah. Ja, ich bin schon sehr begriffen, weil ich kann dazu gerade nichts sagen. Okay. Ja, es geht einem hier verdammt nah. Also letzte Woche, also vorletzte Woche, als wir hier waren, da war auch abends, erst hat man so gedacht, naja, es ist alles ganz entspannt. Und als ich dann zu Hause war, so mit meiner Frau gesprochen habe, da wird einem das erstmal alles klar so ein bisschen. Ne? Wenn man mit anderen drüber redet, die das hier nicht mitgekriegt haben, dann ist man schon so, boah, krass. Das ist so verkehrte Welt. Du bist zu Hause und die Straßen sind sauber, die Bürgersteige sind sauber. Es riecht nicht irgendwie nach Staub oder Öl oder sonst was. Dann wird das alles mal ganz klar. Es ist nicht laut, hier ist ja immer laut. Immer. Ja gut, bei uns ist es so oder so immer laut. Also wir sind das gewohnt. Ja, normalerweise ist es halt mal so, in deinem Garten ist es leise, aber hier ist immer laut. Ja, das stimmt. Hier ist wirklich immer laut, ja. Wir sind hier untergebracht in einer Ortschaft, keine Ahnung wie die heißt. Kein Internet, kein Telefon, die haben da gar nichts. Ja. Überhaupt nichts, also das ist Wahnsinn. Wenn du da abends stehst, das ist mucksmäuschen still, ne?
Und dann merkst du erstmal, was man für eine Lautstärke den ganzen Tag so hatte. Sag mal, wir haben jetzt die letzten Tage immer in der Tiefgarage gearbeitet. Und dann dieses Sauggeräusch und den Bagger unten mit drin. Und also dann merkst du abends erstmal, was für ein Geräuschspiegel um dich rum war. Das ist krass. Ja. Dann gehe ich Daniel trösten. Auf die Bielefelder ist Verlass. Immer. Ich hoffe, wir dürfen wiederkommen. Ja. Aber ist nicht so ganz einfach. Das stimmt. Super Arbeit, die ihr macht. Also wirklich toll. Unser größter Respekt an euch. Ne? Auf jeden Fall. Kommt gesund nach Hause. Ne? Danke. Machen wir auf jeden Fall. Ciao. September 2021, 18.34 Uhr, Bielefeld hilft in Malchow an der A.
Aber wie gesagt, wir haben eben die Info von wegen, dass wir den Kanal sauber machen sollen, weil, was ich vorhin sagte, der Bypass gelegt wird. Ja. Weil die haben neuen Bypass machen, weil dieser Kanal ist ein Regenkanal und läuft sowieso da unten in die A. Und das ist dieser ganze Schlamm und Wasser außer A und kam außer A und geht jetzt wieder in A. Also wenn sich jemand beschwert, warum wird die braune Gülle da in die A gelassen, die fließt so wie das, was im Kanal ist, fließt sowieso an irgendeinem Punkt in die A. Und ihr macht das eben hier und kriegt dabei noch die Rohre sauber. Genau, wir spülen die Rohre, machen den ganzen Schlamm von der A, der da reingekommen ist, machen wir weg. Ja. Und drücken dann eben das Wasser alles wieder da rein, weil das ist ja auch alles nur von A, das ist ja keine Keller oder mit Öl oder sonst irgendwas, ist ja nur dieses Schlammwasser von der A. Vielen Dank. Im Endeffekt ist das die gleiche Brühe, die hier vorne im Weinkeller gelegen hat, nur dann eben ohne Öl. Und es gibt ja auch keine andere Möglichkeit. Wo sollt ihr das hinbringen, ne? Ne, wir können den festen Schlamm irgendwo auf eine Deponie packen, wo sie die ganzen Dinger da bauen. Und das Wasser kommt eben da in der A. Oder wenn es mit Öl behandelt ist, kommt es nach Niederzis oder sonst in so einen Ölcontainer rein. Vielen Dank, Joe. Schönen Feierabend. Müsst ihr heute noch lange? Es ist ungefähr 18:30 oder so, ne? Ne, wir fahren jetzt noch bis nach Niederzissen. Dann die Autos noch weg, das heißt noch einmal nach Bad Neuenahr, Wasser drauf machen auf die Autos, dann nach Niederzissen und dann ins Feierabend. Wunderbar. Und dann wahrscheinlich so 7:30 oder so. Das ist jetzt aber sauberes Wasser, oder? Ja, heiß. Heiß. Oh, das ist der Motor dann rein. Warmes Wasser, unglaublich. Das ist praktisch, ne? Wenn man so einen Wassertank hat. Ne? Der reicht auch mit seinen 1000 Litern. Da kriegt man die Finger schon mal sauber. Der ist eigentlich zum Schächt ausspritzen oder sonst was. Also, 1000 Liter? Der Tank hat 1000 Liter. Nur. Wasserwerfer hat 10.000. Haben sie uns gesagt, die Bundespolizei hier hat 10.000 Liter im Wasserwerfertank. Okay, dann, ich hätte gedacht, die haben mehr. Also wir können 13.000 Liter fast plus unser Frischwassertank mit 1000. Also insgesamt 14.000? Insgesamt 14.000 Liter, ja. Krass. Geht schon einiges rein. Und wir können es ja auch immer wieder aufbereiten, das Wasser. Das heißt, wenn wir jetzt einen Kanal haben, der jetzt nicht so extrem verdreckt ist wie der hier, dann kannst du das Wasser immer wieder rückgewinnen. Du saugst es rein, das geht über eine Aufbereitungsanlage, Feststoffe werden rausgefiltert und es geht wieder nach vorne. Und du kannst dann halt damit den Kanal weiter reinigen. Mhm. Das heißt, du verbrauchst kein Frischwasser oder Trinkwasser. Wir können uns immer so behelfen. Das ist eine ganz feine Sache. Also verschwendest nichts. Ne? Nur irgendwann ist auch Ende. Wenn zu viel Schlamm und zu viel Dreck, dann streikt das auch irgendwann mal. Also hier gibt es wirklich viel Schlamm und Dreck. Ja. Ne? Also hier funktioniert das überhaupt nicht. Wir haben es eben versucht, verreckt sofort. Also keine Chance. Geht nicht. Ja, wenn man es irgendwann so zum Ende hin ein bisschen sauberer hat, dann funktioniert das. Dann kann man das machen. Aber hier der ganze Schlamm, diese Lehm, das setze ich überall rein und dann ist Feierabend. Wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen?
Wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Keine Ahnung, bin ich reingestolpert. So nach und nach irgendwie von kleinem Klempnerbetrieb ins nächste private Unternehmen und dann irgendwann zur Stadt Hauptkanäle reinigen, große LKWs fahren. Das ist irgendwie so passiert. War das mal dein Traumberuf? Nein, mit Sicherheit nicht. Aber ja, mittlerweile, ich möchte nichts anderes mehr machen. Es macht mega Spaß. Also es war nie dein Traumberuf, aber es macht dir jetzt richtig Spaß. Aber jetzt ist es auf jeden Fall, ja, es ist immer was anderes, jeden Tag. Es ist ein wahnsinnig wichtiger Beruf und die Menschen sind dir dankbar, ohne zu wissen, dass sie dir eigentlich dankbar sind wahrscheinlich, ne? Ja, die sind erst dankbar, wenn es bis zum Halse steht. Dann wird unser Beruf auf einmal interessant. Also ich denke mal, ohne euch wäre das Leben hier nicht so schön. Aber das bezweifle ich. Ich meine, es würde dann gewisse Unannehmlichkeiten mit sich bringen, der Alltag. Wenn also irgendwann... Manche Tiefgaragen, die wir jetzt gemacht haben, die haben sich dann schon gefreut, dass wir da waren, ne? Dass der ganze Schlamm raus ist und die ganzen Klamotten. Die Tiefgarage, ne? Ja, Tiefgaragen, Keller. Und aber ansonsten... Mittlerweile merkt man, dass die Leute nicht mehr ganz so entspannt sind wie vorher. Ja, wirklich? Jo. Also weil es einfach an den Kräften zerrt oder an den Nerven? Nee, du hast jetzt, ich sag mal, die Schule geht wieder los und dann hast du wieder ganz viele Leute, die hier hinkommen. Und ja, wie gesagt, die sind dann am Rumhupen, wenn du irgendwo stehst. Und vor 2 Wochen hat das keinen interessiert. Die haben dich kolonnenweise durchfahren lassen und fertig. Aber jetzt sind sie alle so ein bisschen unentspannt. Na gut, das ist halt so Katastrophe einerseits, aber irgendwie Alltag andererseits, ne? Genau. Leben geht weiter. Ja. So ist das. Aber ihr werdet halt gebraucht, trotz Schule, trotz Kindergarten, trotz Arbeit, ihr werdet gebraucht. Ja. Ihr müsst genau. Eure Arbeit machen. Genau, so ist das. Ihr seid ja nicht zum Spaß hier. Naja, aber wir sind im Moment eigentlich freiwillig hier. Aber das ehrt euch ja umso mehr. Ja. Naja, bei uns wurde angefragt, von wegen, wer Interesse hätte. Und dann haben wir uns eben freiwillig gemeldet und haben gesagt, wir fahren da runter. Das war's eigentlich. Arbeitsschuhe von Anne Höhne. Immer gut ausgestattet mit dem richtigen Schuhwerk im Katastrophengebiet. So sehen Arbeitsschuhe aus. Hier, Stadtwerke Bielefeld. So, Stadt Bielefeld. Ach, Stadt nicht Bielefeld. Stadtwerke macht bei uns Gaswasser. Ach so, Stadt Bielefeld, ja. Umweltbetrieb, ja. Ich hoffe, wir dürfen noch mal wiederkommen. Danke. Dass unser Arbeitgeber uns noch mal die Autos gibt. Bestimmt. Alles Gute. Danke. Ciao. Danke. Ciao.